Christian Danner ist für uns vor Ort, um über die Formel 1 zu berichten. Da wird ja morgen noch das Rennen gefahren. Christian, ein riesiger Schock, diese Nachricht. Wie wurde die bei Ihnen aufgenommen? Also für mich persönlich war das natürlich eine ganz, ganz, ganz bittere Angelegenheit. Ich kannte Antoine Hubert, er hat ja in Paul Ricard in Mitte des Jahres ein Rennen gewonnen in der Formel 2. Das ist ein Mann, der seit einigen Jahren sehr erfolgreich fährt und der auch bei Renault im Formel 1-Kader ist. Das heißt, also, ich meine, das war ein Nachwuchsfahrer, nicht irgendeiner, sondern ein ganz besonders guter. Und deswegen bin ich schon sehr geschockt über so einen Unfall, denn da kamen sehr viele Parameter zusammen, die dann zu diesem tödlichen Ausgang geführt haben. Hat denn dieser Todesfall Auswirkungen auf das Formel-1-Rennen morgen? Es hat ganz sicherlich Auswirkungen auf den morgigen Tag, das Formel-2-Rennen für morgen, was ja normal im Vorprogramm der Formel 1 stattfindet, ist abgesagt worden. Was eine normale Reaktion ist, denn das gesamte Formel 2, die gesamte Formel 2-Familie ist am Boden zerstört, das muss man ganz klar sagen. Und die Formel 1 wird, soweit das von hier aus zu beurteilen ist, ich würde nicht sagen normal starten, sondern genauso geschockt morgen ins Rennen gehen. Und im Moment gibt es Überlegungen, wie man auf diesen Unfall reagieren soll, wie man darauf eingeht. Auf jeden Fall kann ich von hier aus nur eines sagen, alle Formel-1-Fahrer, die hier am Start sind, denen geht das genauso an die Nieren wie mir persönlich. Ich habe sowas in meiner Karriere leider viel zu oft erlebt. Aber man hat durch die Sicherheitsvorkehrungen, durch die ganzen Errungenschaften der vergangenen Jahre eigentlich gedacht, man ist sicher und das passiert nichts mehr. Aber Motor Racing is dangerous. Es kann eben doch was passieren. Das Risikomanagement ist besser geworden, aber es kann eben auch mal schiefgehen. Christian Danner, Dankeschön.